Hallo, mein Name ist Matthias Marquardt. Ich bin Laufexperte und Autor der Laufbibel. Ich möchte euch in diesem Film alles über Spreizfußbeschwerden erklären. Dafür haben wir Daniela zu Gast, die regelmäßig ihre Joggingrunden dreht und nach etwa 5 Kilometern Schmerzen im Vorfuß entwickelt. Was genau dahinter steckt, wollen wir jetzt herausfinden. Daniela, nimm doch bitte Platz. Daniela, warum bist du denn zu mir gekommen? Weil ich beim Laufen immer Schmerzen im Vorderfuß habe. Kommen die sofort oder wann treten die auf? Anfangs sind die noch nicht da, die kommen erst ungefähr nach 5 Kilometern. Du sagst im Vorfuß, welche Zehen sind denn davon betroffen? Der 2. und 3. Zeh werden dann taub. Taub werden die auch beim Laufen? Mhm. Okay, hast du unter der Fußsohle in dem Bereich, unter der 2. und 3. Zehe, schon mal so eine Druckschwiele bemerkt, dass sich da Hornhaut gebildet hat? Ja, habe ich. Okay. Daniela schildert hier die typischen Spreizfußbeschwerden. Es kommt dabei durch eine Druckvermehrung unter dem 2. und 3. Mittelfußköpfchen, also im Ballenbereich, zu Schmerzen bei längeren Laufstrecken. Und es kommt häufig zu einem Taubheitsgefühl der 2., 3., mitunter auch 4. Zehe. Die Schmerzen kommen nicht sofort, sondern nach einiger Zeit des Trainings, manchmal erst nach 5, vielleicht auch erst nach 10 Kilometern, werden dann aber sehr, sehr unangenehm und zwingen Läufer dazu, ihr Training zu unterbrechen. Was passiert bei Spreizfußbeschwerden? Es kommt durch eine Abschwächung der Bänder und der Muskulatur zwischen den Mittelfußknochen zu einem Auseinanderweichen des Vorfußes. Dadurch wird der Vorfuß breiter und es kommt zu Druckstellen an der Innenseite vom Großzehengrundgelenk, im Volksmund auch der Ballen genannt. Durch dieses Abschwächen kommt es zu einem Durchtreten des Fußes und das Durchtreten erhöht den Druck unter den insbesondere 2. und 3. Mittelfußköpfchen. Das macht Schmerzen, insbesondere nach längeren Laufstrecken. Und die Nerven, die den Vorfuß versorgen, machen dann ein Taubheitsgefühl, was sehr irritierend und unangenehm sein kann. Dies sind die normalen Spreizfußbeschwerden. Es kann natürlich in diesem Bereich viele andere Probleme geben. Gerade bei Läufern können hier Stressfrakturen auftreten, also Ermüdungsbrüche, die ähnliche Beschwerden machen können. Und es gilt stets, das sogenannte Morton-Neurom abzugrenzen. Das ist eine Verdickung des Nervens hier zwischen den Mittelfußköpfchen, was auch Schmerzen und Taubheitsgefühl in die Zehen ausstrahlend machen kann. Hier würde sich die Therapie unter Umständen an einigen Stellen unterscheiden, sodass in manchen Fällen eine Kernspinnuntersuchung notwendig ist, um dies voneinander zu unterscheiden. Spreizfußbeschwerden gehören zu den häufigsten Fußschmerzen überhaupt. Nicht nur bei Läufern, auch im Alltag. Betroffen sind vor allem Menschen mit Übergewicht und gerade Frauen, die hohe Absätze tragen. Bei Läufern spielen hohe Laufumfänge und ungeeignetes Schuhwerk ebenfalls eine große Rolle. Was bei Daniela das Problem ist, wollen wir jetzt in der Untersuchung herausfinden. Auch bei den sich hier abzeichnenden Spreizfußbeschwerden ist immer eine vollständige Untersuchung der unteren Extremität erforderlich. Es zeichnet sich hier im Knie und im Hüftgelenk eine sehr gute Beweglichkeit ab. Häufig sind ja bei Spreizfußbeschwerden die Waden verkürzt, was dann einen höheren Druck im Moment des Abrollvorganges im Vorfußbereich macht. Das ist hier allerdings auch nicht der Fall. Die Wade ist sehr gut beweglich. Und wenn ich mir jetzt den Fuß genau ansehe, dann stelle ich fest, dass bei guter Stabilität des Vorfußes dennoch ein Auseinanderweichen unter Belastung stattfindet, weshalb sich hier auch ganz charakteristisch eine Druckschwiele unter der 2., weniger unter der 3. Zehe bzw. dem Mittelfußköpfchen gebildet hat. Das heißt, hier kommt ein hoher Druck beim Lauftraining zustande. Das macht Schmerzen in diesem Bereich und die Zehen in diesem Bereich werden taub. Also ein ganz charakteristischer Befund, den wir hier sehen. Wir werden jetzt in einer Fußdruckmessung und in einer Bewegungsanalyse untersuchen, wie es zu dieser Überlastung des Vorfußes gekommen ist. Wenn du bereit bist, kannst du losgehen. Entscheidend für die Diagnostik eines Spreizfußes ist die elektronische Fußdruckmessung, die die Druckverteilung unter der Fußsohle zeigt. Um die Belastung des Fußes innerhalb der Laufbewegung sicher beurteilen zu können, findet eine Bewegungsanalyse statt. Es werden Gelenkmarkierungen angebracht, die die Beurteilung von Becken-, Hüft- und Kniegelenksbewegung ermöglichen. Wir werden jetzt eine Bewegungsanalyse durchführen. Dabei werden wir seitliche Aufnahmen anfertigen
um die Lauftechnik beurteilen zu können. Außerdem werden wir Aufnahmen von der Rückseite des Sportlers anfertigen, um die Stabilität von Becken, Beinachse und Fußgelenken beurteilen zu können. Daniela, wir haben jetzt alle Untersuchungsbefunde zusammen und ganz wegweisend ist natürlich das, was wir in der Fußdruckmessung gesehen haben. Nämlich einen, du kannst das hier sehen, einen deutlich gesteigerten Druck unter dem zweiten und dritten Mittelfußköpfchen. Das, was wir auch in der Untersuchung festgestellt haben, dort, wo sich auch die Druckschwiele befindet. Wir müssen jetzt eine Schuh- und Einlagenversorgung für dich finden, die in diesem Bereich eine Druckverlagerung macht, sodass du wieder beschwerdefrei wirst. Den Laufschuh, den du im Moment einsetzt, das ist ein sehr leichter Schuh, der den Fuß eher weniger stabilisiert. Man könnte einen etwas stärker gedämpften Schuh im Vorfußbereich nehmen, muss aber darauf achten, dass die Dämpfung nicht etwa so weich ist, dass es zu so einem Hängematten-Effekt kommt, dass der Fuß noch weiter in der Mitte durchdrückt. Also eine gewisse Grundstabilität muss vorhanden bleiben. Und ich würde diesen Schuh um eine Einlagenversorgung ergänzen. Wenn jemand nur selten mal ein Kribbeln im Vorfußbereich verspürt, dann kann der im Sportgeschäft mit einer Einlegesohle diese Passform zwischen Fuß und Schuh verbessern. Das ist dann vollkommen ausreichend. Wenn allerdings schon eine solche deutliche Druckschwiele da ist, wie in deinem Fall, dann muss man dieses Element hier, eine sogenannte Pelotte, die sich hinter den Mittelfußköpfchen findet, so positionieren, dass hier der Druck aufgenommen wird, damit da kein Druck mehr Schmerzen verursachen kann. Das heißt, wir brauchen für dich also eine andere Schuh- und Einlagenversorgung. Außerdem wird es im Training wichtig sein, die Fußmuskeln zu kräftigen. Und da gibt es verschiedene therapeutische Übungen. Und hier in der Laufbibel möchte ich dir einmal zeigen, was du im Bereich Lauf ABC machen kannst. Wenn du also dein Lauftechniktraining machst, dann kannst du alle Übungen, die mit Sprüngen und Sprunggelenks- und Kniegelenksarbeit zu tun haben, ideal barfuß auf dem Rasen durchführen. Dann wird der Fuß immer gleich automatisch mitgekräftigt. Was wir jetzt bei diesen akuten Schmerzen, die du hast, noch durchführen können, möchte ich dir jetzt zeigen, indem wir rübergehen in die Therapie. Üblicherweise sind Spreizfußbeschwerden allein mit einer Schuhzurichtung und einer optimalen Einlagenversorgung gut zu therapieren. Bei sehr hartnäckigen Beschwerden im Sinne einer Metatarsalgie, also einer Entzündung des Vorfußbereiches, kann man mit Stoßwellentherapie, Lasertherapie und Eigenblutspritzen einen schnellen Behandlungserfolg erzielen. Läufer und alle anderen Patienten interessiert vor allem eines: Wird das wieder gut? Eigentlich ist der Spreizfuß eher eine Bagatellverletzung oder eine Bagatellüberlastung. Mit der Einlagenversorgung, die die Druckverteilung im Vorfuß optimiert, ist in der Regel eine Beschwerdefreiheit zu erreichen. Es gibt aber schon sehr therapieresistente Fälle, wo man dann also tatsächlich mit weiteren medizinischen Maßnahmen unterstützen muss und wo vor allem auch das Fußkrafttraining ganz, ganz entscheidend ist. Die Arbeit daran ist allerdings schwierig und braucht eine lange Kontinuität. Leider tendiert der Mensch zur Faulheit, sodass sich längst nicht alle Patienten dazu entschließen können, regelmäßig ihr Übungsprogramm zu machen. Ich möchte das aber unbedingt empfehlen und deshalb zeigen wir euch jetzt alle wichtigen Übungen, wie ihr euren Spreizfuß ohne Einlage lindern könnt. Beim kurzen Fuß nach Yanda wird das Fußgewölbe durch aktives Anspannen der kurzen und langen Fußmuskulatur aufgerichtet. Es werden 5 bis 8 Wiederholungen in 3 Sätzen durchgeführt und die Übung wird jeweils für etwa 5 Sekunden gehalten. Auf der weichen Unterlage des Stabilitätstrainers kann man ideal die Fußmuskulatur trainieren. In 10 Durchgängen wird hier das Aufrichten in den Zehenstand, das Anziehen der Zehenspitzen und das Verlagern des Körpergewichtes auf die Innen- und Außenkante trainiert. Beim Hampelmann auf dem Stabi-Pad werden 3x10 Wiederholungen pro Seite durchgeführt. Durch die Stabilisationsarbeit des Fußes kommt es auch zur Stabilisierung des Quergewölbes. Eine weitere Variante des Trainings auf dem Stabilisationstrainer ist der Zehen- und Hackenstand, der zu einer starken Aktivierung der kurzen und langen Fußmuskulatur führt. 10x aufrichten in den Zehenstand und
10-mal aufrichten in den Fersenstand pro Seite sind ausreichend. Um akute Schmerzen im Vorfußbereich zu lindern, ist die Massage mit dem Triggerpunkt-Massageball sehr wirksam. Hierfür wird die Muskulatur im Fußgewölbe mit sanftem Druck behandelt. Idealerweise wird die Muskulatur im Längs- und Quergewölbe 10-mal vor- und zurückgerollt. Greifübungen, bei denen Sie mit den Zehen ein Theraband oder ein Handtuch aufheben, kräftigen wirkungsvoll die Fußmuskulatur. Führen Sie diese Übung gerne 20-mal durch. 10 Wiederholungen des Fußzirkels, bei dem etwa 20 Meter auf der Fußinnen- und Außenkante sowie auf dem Vor- und Rückfuß gelaufen wird, lässt sich die Fußmuskulatur ideal trainieren. Mit Skippings und Sprüngen zur Seite auf das linke und rechte Bein, wo jeweils auf dem Stabilitrainer ausbalanciert werden muss, lässt sich die Fußmuskulatur sehr effektiv und abwechslungsreich trainieren. Idealerweise werden 3 Serien mit 10 Sprüngen pro Bein trainiert. Durch verschiedene Sprungfolgen mit der Koordinationsleiter, die idealerweise auf weichem Belag wie Rasen oder Sand durchgeführt werden, lassen sich die Fußmuskeln effektiv kräftigen. Das war unser Film zum Thema Spreizfußbeschwerden. Ihr habt am Beispiel Daniela gesehen, dass man mit der richtigen Einlagenversorgung und den richtigen Übungen schnell eine effektive Therapie einleiten kann. Nur sehr selten wird man Injektionen oder Stoßwelle überhaupt benötigen. Was könnt ihr tun, damit ihr von solchen Problemen verschont bleibt? Ihr könnt regelmäßig auf natürlichem Belag barfuß trainieren, ihr könnt Schuhe mit flachem Absatz tragen und ihr könnt beim Zähneputzen einfach einbeinig auf dem Stabipad trainieren, damit die Fußmuskeln gekräftigt werden. Wir haben noch 9 weitere Filme zu den wichtigsten Laufverletzungen gedreht. Schaut dort gerne rein und wenn ihr uns an eure Laufkollegen weiterempfehlen möchtet, freuen wir uns.